Hallo liebe Gartenfreunde, es ist Anfang Juni und für viele von euch ist diese Art von Videos hier schon eine Art Tradition. Gartenarbeiten und Aussaattipps für den entsprechenden Monat. Heute machen wir es ein bisschen anders. Es gibt ja schon so viele Aussaatvideos für Juni zum Beispiel. Ich glaube, einmal sind wir auf 32 Sorten gekommen oder Sachen, die man aussäen kann. Das gibt es heute auch wieder, aber vieles werden wir einfach einblenden, denn es gibt auch eine ganze Menge zu besprechen. Zum Beispiel, warum dieses Jahr einige Sachen nicht so gut funktionieren. Und hat ja auch was mit der Aussaat zu tun. Ich kriege viele Fotos, ich sehe viele Fotos und meistens kommt die Frage, kann ich das nochmal aussäen? Und was mir aufgefallen ist, dieses Jahr haben sehr, sehr viele Jungpflanzen einen Sonnenbrand. Der äußert sich durch so, ja, die werden hell und dann so papierartig, richtig, ne? Die genau, Blätter? Also gelblich, verbrennen dann regelrecht, werden dann braun mit der Zeit, trocknen ab. Und woher kommt das? Ja, verschiedene, also ist es wie bei uns auch, ne? Wenn wir die Sonne nicht gewöhnt sind dann, und gehen dann raus und kriegen gleich zu viel ab, nicht langsam, sondern zu viel, dann haben wir auch einen Sonnenbrand. So, hat dieses Jahr zwei Ursachen. Das eine durch diese Kälte. Hat man die Sachen relativ lange immer im Haus gehalten. Also hätte eigentlich schon immer mal rausgemusst, aber ging dann nicht. Das heißt also, statt den üblichen 3-4 Wochen war das Ganze vielleicht 6 Wochen nachher in der Wohnung. Und das andere ist, selbst wenn die Sachen draußen waren, ja gut, jetzt seit einer Woche sieht es ein bisschen anders aus. Wir hatten ja nun wirklich, kann man nicht leugnen, ein scheiß Wetter. Ja. Und wenn jetzt so ein Pflanzenblatt wächst und das wächst, bei schlechtem Wetter, also im Prinzip wächst es im Schatten, weil ja keine Sonne da ist, ne? Ist ja wie Schatten. Und auf einmal hängt das in der vollen Sonne, dann ist das nicht gewöhnt und dann gibt es Sonnenbrand, wie bei uns auch. Wie ist das eigentlich, wenn die Pflanzen auf der Fensterbank stehen? Ich meine, die kriegen ja teilweise auch jede Menge Sonne ab, aber das scheint doch was anderes zu sein durch das Glas, als ob da irgendwas gefiltert ja, wird. Also erstmal kommt nicht ganz so viel durch, also selbst wenn jetzt nur eine Glasscheibe ist und das Licht kommt senkrecht da drauf, also optimale Bedingungen, kommen ungefähr 90% durch. Mhm. Wenn ich jetzt Doppelglas habe, Dreifachglas, entsprechend weniger. Und wenn ich jetzt noch einen schrägen Winkel habe, weil die Sonne kommt ja nicht genau in das Fenster, sondern schräg, ist es noch mal weniger. Das ist eine, also es ist gar nicht wirklich, für uns erscheint das sehr hell, aber Es ist eine Abschattung. Trotzdem eine gewisse Reduktion da. Das andere ist, das UV-Licht, das kommt nicht durchs Glas durch. Wo du gerade von Abschattung sprichst, hab dich ja eben mal mit der Kamera beobachtet, wie du da zwischen den Gewächshäusern rumgeklettert bist. Mhm. Du hast Farbe auf deine Gewächshausdächer Genau, spritzt. Also bei unseren großen Häusern, da ist das ja, also das sind ja alte Häuser, die modernen Häuser, die haben eine automatische Tieranlage, da wird dann so ein Vorhang vorgefahren, unterwegs, Computer gesteuert, je nach Sonneneinstrahlung geht das rauf und runter, hin und her, können wir nicht machen mit den alten Dingern. Und die Schattiernetze, was ja die Leute mit den kleinen Tunneln oft machen, funktioniert ja auch nicht, das ist einfach zu groß das Ganze, würde auch weggeweht, das könnte man gar nicht so befestigen. Deshalb trage ich da eine Farbe auf. Das ist eine spezielle Schattierfarbe, die passt ja auch so ein bisschen den Witterungsbedingungen an. Also wenn es regnet, die wird feucht, dann wird die lichtdurchlässiger. Wenn sie trocken ist, hast du vielleicht eben gesehen, wenn ich es aufgebracht habe, hast du erstmal nichts gesehen. Und wenn das dann weggetrocknet war, auf einmal war das Ganze weiß und die Wirkung war da. Das heißt also, wenn die Sonne ist, schattiert es. Wenn es regnet, schattiert es auch, aber deutlich weniger. Was ist denn jetzt mit den Leuten, die diese Schäden an den Pflanzen haben? Zu schnell abschreiben sollte man die Pflanzen dann auch nicht, ne? Ja, also ich würde nicht anfangen, alles abzuschneiden, aussitzen, einfach lassen. Was abstirbt, stirbt ab. Oder oft ist ja nicht das ganze Blatt, das ist ja oft auch so der Buckel oben, der die Sonne so voll abkriegt und die Ränder sind dann oft noch okay. Also der Rand kann er noch assimilieren, der bringt der Pflanze noch was. Ruhig alles dran lassen, nur wenn es dann ganz trocken ist, weg. Und normalerweise alles, was nachtreibt, alles, was neu kommt, wächst ja dann gleich in der Sonne, ist die Sonne gewöhnt und das ist dann kein Problem mehr. Genau, und ganz oft betroffen sind halt Tomaten, Paprika, Chili, Auberginen. Und ja, alles was große Blätter hat, ganz besonders, aber generell kann das auch kleinere betreffen. Genau, aber auch Gurken und solche Sachen. Und da sind wir direkt bei der Frage, was kann man von diesen Sachen noch aussäen, um was zu ernten? Also Tomaten hatten wir im letzten Monat schon gesagt, das
könnt ihr inzwischen eigentlich fast vergessen. Aber wenn ihr vielleicht Leute kennt oder ihr habt gesunde Tomaten, lasst einfach mal einen Geiztrieb stehen, schneidet den ab, den anzuwurzeln. Vor allen Dingen, wenn das so ein großer ist. Das ist wesentlich schneller, als jetzt nochmal neu auszusäen. Und erfolgsversprechender. Ja, also ich sag mal, eine Woche in Wasser stellen, dann kommen die ersten Würzelchen, dann eine Woche eintopfen und dann mit etwas Glück, nach 2 Wochen hat man eine fertige Pflanze da stehen. Ja, bei Paprika, Geiztriebe anwurzeln ist was schwieriger, oder? Ja, es geht auch. Es geht, aber es ist, also Tomate geht ja quasi von alleine. Bei Paprika, ja, muss man wieder gespannte, also es ist ein bisschen schwieriger. Mhm. Also ich denke, die Quote ist auch nicht ganz so gut. Okay, also man kriegt, zur Not kriegt man ja jetzt noch Tomaten, Paprika und Chili-Jungpflanzen, zum Beispiel bei ihm hier. Wir haben noch welche, ja. Was ist mit Gurken? Gurken, würde ich sagen, könnte man eher noch mal aussäen. Gurken, Zucchini, Kürbis, auch. Kürbis, Melone. Ja. Das könnte man jetzt eher noch mal aussäen, ja, mit der Chance, was zu ernten. Ja, also ich bin auch wieder, das ist immer ein Problem mit der Arbeit, ein bisschen hinterher. Kürbis mache ich jetzt die nächsten 2-3 Tage in Direktsaat, direkt aufs Feld. Mhm. Acker ist vorbereitet, kommen direkt in die Erde rein und ohne das Umpflanzen, so geht es dann auch nochmal. Auf der einen Seite, wenn man vorzieht und die Pflanze ist schon groß, das bringt natürlich was. Aber wenn ich jetzt nochmal, wo ich direkt säen kann, dann mache ich es direkt in den Acker, dann ist es doch schneller gegenüber dem, als wenn ich jetzt nochmal in den Topf oder sowas säen würde. Nächstes Thema, Bohnen. Ja. Bohnen, alles noch möglich. Das ohne weiteres machen wir auch jetzt erst. Hätte man schon machen können. Man hätte jetzt kann schon die zweite Fuhre. Und man kann aber jetzt auch in 4 Wochen nochmal Bohnen machen. Meine Buschbohnen sind jetzt ja so groß ungefähr. Das heißt, ich könnte jetzt schon die nächsten aussäen. Denn wenn genau, die einen durch sind, vielleicht einen Pilz kriegen, ja, oder so. Die haben ja auch eine gewisse Erntephase. Ich sage jetzt mal Buschbohnen aus dem Bauch raus, 3-4 Wochen. Also fängt schon ein bisschen ganz langsam an, dann hast du die Haupterntezeit, sag mal 3-4 Wochen und dann ist auch noch was, aber dann wird es ja weniger. Und wenn du dann alle 3-4 Wochen aussäst, dann hast du immer ein relativ hohes Niveau von dem, was du ernten kannst. Und wer sich jetzt über diese Hitze freut, das sind Sojabohnen. Das nächste Problem, was viele von euch haben, ist, Pflanzen wollen irgendwie nicht wachsen. So die Standard-Message, die ich dann bekomme, ist, ja, ich habe jetzt hier meine Pflanze schon 4 Wochen im Boden. Und irgendwie wächst die nicht. Und dann frage ich, gießt ihr die denn nicht? Ja, doch klar, die wird gegossen, aber du hast Erklärungen dafür? Nicht wirklich. Also irgendwas muss ja dann fehlen. Gut, bisher war es eigentlich die Temperatur, was gefehlt hat. Gut, jetzt seit einer Woche ist es anders, aber vielleicht geben die jetzt auch so langsam, ne, Gas. Genau, also man kann ja nicht erwarten, dass dann innerhalb von einer Woche alles aufgeholt ist. Dann bleiben noch die Nährstoffe eventuell. Ne? Und die können das Problem haben, weil wir haben jetzt seit 2-3 Wochen hier keinen Regen mehr gehabt. Ja. Dass, je nachdem, wenn man nicht so viel gegossen hat, und ich meine, Regen ist ja noch was anderes als Gießen, und man hat keine Tropfbewässerung, dass die Nährstoffe einfach nicht aus dem Boden rausgelöst werden. Ja, weil unten ist jetzt die Frage, wann man gedüngt hat, wenn das Ganze ja schon gelöst ist und ist schon ein bisschen tiefer im Boden drin. Unten ist ja noch feucht. Aber bei mir zum Beispiel, ich habe jetzt heute, haben wir die Zwiebeln gedüngt und dann gleichzeitig einen Regner draufgestellt, weil der Dünger, der muss ja erstmal in den Boden rein. Nur wenn man jetzt irgendwann gedüngt hat, hat vielleicht einmal drauf geregnet, der Dünger ist sogar aufgelöst, aber der steckt dann in den oberen 2 Zentimetern Boden drin. Die Wurzeln sind aber 20 tief. Was sind denn noch so typische Aussaaten für den Juni? Also ich mache jetzt nochmal Zuckermais. Direktsaat? Direktsaat jetzt und auch in 3 oder 4 Wochen nochmal. Möhren? Möhren sowieso. Möhren kann man auch noch. Genau wie rote Beete? Anfang Juli oder irgend sowas. Rote Beete, Anfang Juli, Anfang August kann man noch Möhren machen. Rote Beete, Ende August, noch, je nachdem. Also gut, hier vielleicht nicht in der kälteren Gegend, aber hier wird schon noch was. Du hast von letztem Jahr noch Pastinaken auf dem Feld stehen. Ist Pastinaken jetzt zu spät? Letztes Jahr hatte ich sie auch früher gesät. Die sind dann aber nicht aufgegangen, weil es nicht geregnet hat. Die sind dann auch ganz spät, erst im, weiß ich, Ende Juni oder so gekommen. Gut, die ersten, die wir geerntet haben, das waren dann wirklich so Bleistifte. Aber nachher, am Ende, waren es noch richtig dicke Teile. Was jetzt noch steht, es geht in die Blüte, also das kann man nicht mehr gebrauchen. Man hört ja immer wieder, Salate in der Hitze aussäen, das ist nicht so gut, die mögen das nicht so. Ist das wegen der Keimung oder woran liegt das? Ja, das hat mit der Keimtemperatur zu tun. Also ich war, wo ich in der Lehre war, mal im Urlaub auf der Reichenau, also bei
Bodensee. Bodensee, genau. Die ist ja die Gemüseinsel da. Und das war ein Gemüsebauer, der da die Wohnung vermietet hatte. Und da war ich natürlich morgens um 6 mit draußen. Und das war mitten im Sommer und da war es voll heiß. Ja, was haben die gemacht? Die haben ausgesät und haben ihre ganzen Saatkisten in die Garage in den Schatten gestellt. Mhm. Da war die Temperatur, klar, es ist dann auch, weiß ich, 24 Grad gewesen, aber es ist nicht natürlich dann 30 oder noch mehr wie in der Sonne. Aber das war bestimmt keine komplett dunkle Garage, weil Salat ja ein Lichtkeimer ist. Das war relativ dunkel und die haben die aber dann, wenn die, wo die dann, ja, wo sie gemerkt haben, es geht los, haben sie die natürlich rausgeholt. Mhm. Kohlgewächse. Fangen wir mit Kohlrabis an. Ja, das geht ja eigentlich fast das ganze Jahr durch. Mhm. Ne? Radieschen ist jetzt ein bisschen schwierig, ne? Bei der Hitze, die fangen sehr schnell an zu blühen. Ja, also zwei Sachen. Das eine ist, sie schießen ziemlich schnell durch in die Blüte. Das andere, also wir hatten hier eigentlich über den Sommer immer Würmer drin. Mhm. Und bei den ganz frühen und ganz späten Saaten nicht. Und im Sommer kommt ja noch dieser, ich vergesse immer den Namen, dieser Käfer da. Rapskäfer. Nee, nicht Rapskäfer. Cool. Sieht so ähnlich Erdflö? Aus. Erdflöhe, genau. Mhm. Das ist ja ein Käfer. Das heißt Floh, aber es ist ein Käfer. Ja, das ist ja bei den ganzen Kohlgewächsen dann ein Problem im Sommer. Von daher, ja. Irgendein Kohl, für den es zu spät ist? Man sagt ja, Rosenkohl kann man schon im April für nächstes Jahr. Ja, kann man, aber muss man nicht. Ne? Muss man nicht, das kann man ohne weiteres auch jetzt noch machen. Allerdings sollte er dann auch gut versorgt sein, dass er noch gut wächst. Und wenn es dann in den Herbst geht, wo er dann anfängt so langsam mit Röschenbildung, dass er dann auch eine gewisse Größe hat. Ne? Ja. Also wenn er dann nur so hoch ist und kriegt 3 Röschen, klar funktioniert, aber dann hat man nicht viel von. Ne? Kartoffeln? Ja, ohne weiteres auch. Also ich würde fast sagen, geht noch mit allen. Auf alle Fälle geht es aber auch noch mit Frühkartoffeln. Paradox, jetzt ist spät, aber die Frühkartoffeln, die haben ja einfach, die sind früh, weil sie einen kurzen Entwicklungszyklus haben. Und deshalb kamen die auch noch relativ spät, ich würde fast sagen auch bis in den Juli oder Ende Juli, fast noch pflanzen und die dann, ja. Also wir haben es hier gehabt in der Gegend, ich weiß nicht, wann das war, 2003, 2004, wo es so warm war, dann haben die Bauern teilweise, nachdem der Weizen geerntet war, nochmal Frühkartoffeln gepflanzt. Okay. Eine sehr gute Zeit ist jetzt für Endivien und allgemein Zichoriengewächse. Radicchio, was hat man noch? Der Chicorée. Chicorée. Ja. Der ist ja ein bisschen sehr besonders, ne? Wie der Anbau, ne? Den man setzt den aus, also in Voranzucht, der kommt ins Beet, der bildet solche Pfahlwurzeln. Sieht sehr schön aus, grüne Blätter, die allerdings sehr bitter sind. Und dann wird er irgendwann gerodet. Genau. Die Wurzel wird geerntet und kommt dann in eine Kiste. Müssen wir irgendwann mal machen und zeigen. Und im Winter treibt er dann aus. Aber auch das ist jetzt eine gute Zeit dafür. Ja, also Chicorée ist halt wirklich eine tolle Sache, wo man sich dann auch im Winter, wo ja eigentlich nichts mehr wächst, mit versorgen kann, weil das Wachstum, also diese Massebildung, die Photosynthese findet im Sommer statt. Mhm. Man lagert das Ganze kühl, dann nimmt man halt die das sind ja Rüben auch letztendlich, stellt sie in eine Wasserkiste, in eine Erdkiste, wie auch immer, gibt es verschiedene Möglichkeiten, dunkel, abgedeckt und dann treibt man das Ganze an, ja, und ernt, also ja, erntet die Knospen, die da. Das, was dann oben die Pflanze, die dann wieder nachwachsen will, das wird dann abgeerntet. Aber das eigentliche Wachstum ist ja im Sommer passiert. Ja. Also die ganzen Speichernährstoffe, die sind ja in der Rübe drin und das ist im Sommer passiert. Und so kann man halt auch vom Sommer was in den Winter bringen und hat was Frisches noch dabei. Das könnt ihr auch mit was ausprobiert, was ihr vielleicht eh schon habt. Wenn ihr irgendwo in den Beeten einen sehr schönen großen Löwenzahn habt, lasst ihn einfach mal stehen und macht genau dasselbe, wie er jetzt beschrieben hat, mit dieser Löwenzahnwurzel. Einschlagen, ein bisschen Sand und so, dass so einzeln neben die andere hinstellen und dann kommen da frische, junge Löwenzahntriebe im Winter. Jetzt nicht so ein kompakter Kopf. Muss aber dann dafür warm stehen, wenigstens im Keller, dass es 10, 12 Grad aber hat. Also meistens im Keller heute ja draußen, etwas wärmer. Draußen bringt das ja dann nichts. Ne? Nein, aber das kann man dann auch im Haus so antreiben und auch nicht schlecht. Nicht so bitter wie die Blätter, die unter Sonnenlicht gewachsen sind. Alles klar, das waren eine Menge Garten- und Aussaattipps. Vielleicht mit dem Sonnenbrand, was viele von euch haben, oder das andere, dass eure Pflanzen nicht wachsen.
Ihr seht jetzt vielleicht, das Problem habt ihr nicht alleine und in der Regel gibt sich das jetzt so mit der Zeit von alleine. Und damit wären wir am Ende dieses Videos und sagen wie immer, hat es euch gefallen, gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, empfehlt gerne diesen Kanal weiter. Besucht Marcel doch mal hier in der Gärtnerei, in der Gartenoase Köln-West in Frechen bei Köln. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.